Dienstag Nacht werden die Bräute klar gemacht. Mein kleiner Bruder war auch mit dabei. Das war eine Riesendrängelei. Er stolpert und rempelt den Marco an. Hey, pass auf, pass selber auf. Oh, oh, da wird der Marco aber böse. Weißt du eigentlich, mit wem du hier sprichst? Hey! Oh, oh, da wird der Marco aber böse. Weißt du eigentlich, mit wem du hier sprichst? Am nächsten Tag beim Gemüsestand gibt's ein Wiedersehen. Für 10 Mark die Stunde darf mein Bruder nach der Schule dort stehen. Unser Marco Reich, er wollte nur Tomaten. Auf die kann er lange warten. Marco Reich heißt der Mann, denn Kaiserslautern kein Gemüse kaufen kann. Marco Reich heißt der Mann, denn Kaiserslautern kein Gemüse kaufen kann. Marco Reich heißt der Mann, denn Kaiserslautern kein Gemüse kaufen kann. Marco Reich heißt der Mann, denn Kaiserslautern kein Gemüse kaufen kann. Hey! Am Abend hat der Marco dann mit seiner Freundin Krach. Er hat sich wie versprochen das Gemüse mitgebracht. Es kommt sofort zur Krise, das Desaster ist perfekt. Wie gut hätten jetzt ein paar Tomaten geschmeckt. Natürlich brennt die Freundin jetzt mit meinem Bruder durch. Das hätte nicht sein müssen. Beim nächsten Mal wird er es besser wissen. Marco Reich heißt der Mann, denn Kaiserslautern kein Gemüse kaufen kann. Marco Reich heißt der Mann, denn Kaiserslautern kein Gemüse kaufen kann. Marco Reich heißt der Mann, denn Kaiserslautern kein Gemüse kaufen kann. Marco Reich heißt der Mann, denn Kaiserslautern kein Gemüse kaufen kann. Hey! Kaiserslautern kein Gemüse kaufen kann. Marco Reich heißt der Mann, der Kaiserslautern kein Gemüse kaufen kann. Marco Reich heißt der Mann, der schwarz und weiß nicht unterscheiden kann. Marco Reich heißt der Mann, der in Kaiserslautern kein Gemüse kaufen kann.